Was noch? Trosten ist gleich Satan. Das ist eine Beleidigung des Satans. Also ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist gut, ja. Und was noch? Masken sind Folter. Sehr gut. Euch drei, ohne Scherz, das reicht euch zusammen. Okay? Genau, du weißt, wer gemeint ist. Du weißt schon, wer gemeint ist, ja? Entspann dich. Benimm dich zivilisiert, sei mal ein Mensch. Auch wenn der dann hat mal irgendwie was dagegen hast. Wir sind ja tolerant im Gegensatz zu euch Dreiern. Also benimmt euch mal bitte. Okay? Ich bin sehr dankbar für euch. Ansonsten kannst du dich dann einfach vom Acker machen. Also da habe ich auch keine Probleme damit. Und wenn du willst, kann ich auch gerne mit dem Arschtritt nachhelfen. Dann weiß Bescheid, ne? Gut. Dann Masken sind Folter. Ganz ehrlich. Guantanamo, kennt ihr die Bilder? Die Herrschaften, die in Guantanamo unterwegs sind. Was haben die alle? Orangefarbene Trikots und Masken. Wenn du jemanden foltern willst, nimm in sein Gesicht. Ja. Und bei euch beiden kann ich auch machen. Und was ich total cool finde, ganz groß, da steht, ich glaube, diese Person ist gerade dabei, einen Banner zu anzumalen, da steht, Corona ist gleich Fake. Ausnahmsweise hat Rhein-Neckar Zeitung wahrscheinlich recht. Und was ich super toll finde, besorg neue Aluhüte, nicht, dass wir wieder vollkommen unvorbereitet in die Herbstwelle stolpern. Ich meine, hier sind ja einige Leute anwesend, bis auf diese drei Typen hier vorne, wissen wir doch ganz genau, was der Karlschen dann hat mal die ganze Zeit sagt. Neue Welle kommt. Welche Welle ist denn das? Fünfte, sechste, siebte, achte, keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen. Die neue deutsche Welle. Die neue deutsche Welle, ja. Genau richtig. Und ich habe sowieso unter meinem Cap hier eine Alu-Beschichtung drin, also das brauche ich jetzt nicht. Also wie gesagt, Rhein-Neckar Zeitung ist auch nicht so übel, muss der nicht kaufen, das passt. Jetzt darf ich sehr herzlich die Anne aus Brackenheim ankündigen. Und wie der Kai vorhin gesagt hat, wie lange machst du das schon? Seit über 2 Jahren? Ich übertreibe sehr gerne. Seit 2 Jahren ist sie unterwegs. Ich finde schön, dass